Little Mix ist eine kleine Pop-Sensation. Seit ihrem Sieg in der 8. Staffel von X-Factor 2011 sind sie aus den europäischen und amerikanischen Charts nicht mehr wegzudenken. Obwohl sie mit ihrer Musik immer den Puls der Zeit treffen, sind Perry Edwards, Jade Thirlwell, Lee Ann Pinnock und Jesse Nelson noch relativ unbekannt. Jetzt mussten Fans der Band einen schweren Schlag verkraften. Wir stellen ihnen die vierquirligen Sängerinnen einmal genauer vor. Jesse Nelson gehört einfach auf die Bühne. Die am 14. Juni 1991 in Romford, Ost-London geborene Musikerin sang schon als kleines Mädchen. Jessica Louise Nelson besuchte unter anderem die Sylvia Young and Yvonne Rhode Theatre Schools. Dort ging sie in eine Klasse mit Rita Ora. Nebenbei spielte sie als Komparsin in den Filmen About a Boy und Harry Potter und der Stein der Weisen mit. Als Jugendliche begeisterte sie sich für Streetdance und Beatboxing. 2013 geriet die quirlige und selbstbewusste Londonerin unfreiwillig in die Schlagzeilen. Sie versuchte sich das Leben zu nehmen. Denn seitdem sie mit Little Mix erfolgreich ist, wird sie in den sozialen Medien wegen ihres Aussehens und ihrer Figur gemobbt. Darüber spricht sie in ihrer preisgekrönten Dokumentation Jesse Nelson – Odd One Out. Mit ihrem Film will sie jungen Menschen Mut machen, sich von Hasskommentaren nicht herunterziehen zu lassen. In dieser Zeit stand ihr Freund Chris Hux zur Seite. Beide sind wieder getrennt. Jetzt schmust Jesse Nelson mit einem neuen Mann. Obwohl Jessie so erfolgreich mit ihren Bandmitgliedern ist, hat sie sich am 14. Dezember für einen schweren Schritt entschieden. Jessie Nelson verlässt Little Mix. Die Zeit bei Little Mix habe ihrer psychischen Gesundheit zugesetzt, schrieb sie bei Instagram. Ihre Bandkolleginnen sind traurig ob des Ausstiegs. Für die Sängerin geht nun eine wundervolle Zeit zu Ende, die sie wohl nie mehr vergessen wird. Jade Amelia Thirlwell war nicht immer so selbstbewusst, wie sie sich auf der Bühne zeigt. Die am 26. Dezember 1992 geborene Sängerin musste ihre Identität zunächst selbst einmal finden. Die Tochter einer alleinerziehenden Mutter schämte sich früher für ihre ägyptischen Wurzeln. In der Schule wurde sie deswegen auch gemobbt, wie sie in dem BBC-Podcast No Country for Young Women verriet. Ich glaube, weil ich in der Schule wegen meiner Hautfarbe und weil ich Araberin bin, ziemlich schikaniert wurde, war ich nicht sehr stolz darauf, wer ich war. Deshalb verheimlichte sie ihre Herkunft beim Casting. Mittlerweile steht sie aber dazu. Anders als bei ihren Bandkolleginnen sorgt Jade Thirlwell nicht für Schlagzeilen, wenn es um ihr Liebesleben geht. Gerade genießt sie ihr Single-Leben in vollen Zügen. Die Sängerin war von 2016 bis 2019 mit dem Musiker Jed Elliott von der Band The Struts zusammen. Perry Edwards musste in ihrem Leben schon einige Schicksalsschläge erleben. Neben ihrer angeborenen Verformung der Wirbelsäule und ihren Panikattacken dürfte sie vor allem die Trennung von Zayn Malik aus der Bahn geworfen haben. Sie hat das Liebesaus überwunden und schwebt mit ihrem Freund Alex Oxlade-Chamberlain wieder auf Wolke 7. Etwas Positives hatte die Trennung auch. Sie konnte ihren Herzschmerz in einigen Songs von Little Mix verarbeiten. Lee Ann Pinnock wurde am 4. Oktober 1991 in Wycombe geboren. Sie wuchs mit ihrer Mutter Deborah Thornhill, ihrem Vater John L. Pinnock sowie ihren beiden älteren Schwestern Sian Louise und Sarah Pinnock auf. Ihre Eltern ließen sich 2009 scheiden. Einige Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie bei ihrem Großvater auf Jamaika. Wieder zurück in England besuchte sie die Sir William Ramsay School, wo sie ihren Theaterlehrer mit ihrem Talent und ihrer Arbeitsmoral beeindruckte. 2011 ging sie zum Casting von X-Factor. Ihrem großen Traum, Sängerin zu werden, kam sie so ein Stück näher. In der Show blühte sie auf und gewann 2011 die 8. Staffel als Mitglied von Little Mix. Alles andere ist Geschichte. Privat steht Lee Ann auf Fußballer. Von 2013 bis 2016 führte sie eine On-Off-Beziehung mit Jordan Kiffin. Danach verliebte sie sich in Andre Gray. Das Paar ist verlobt und will 2021 heiraten. Little Mix hat bislang 6 Alben herausgebracht. Anfangs sangen sie liebliche Popsongs, die ihnen zwar viele Nummer 1 Hits einbrachten, aber Little Mix wollte mehr. Jessie, Jade, Perry und Lee Ann schüttelten immer mehr ihr Mädchen-Image ab. Vor allem mit ihrem Album Salut ließen sie anklingen, dass sie als starke Powerfrauen wahrgenommen werden wollen. Sie setzten sich seit Jahren für Feminismus und LGBTQ ein. Erst mit ihrem Album LM5 und der Abnabelung von Simon Cowells Plattenlabel Psycho fanden sie zu sich selbst.
In ihrem Hit Not a Pop Song rechnen sie mit dem britischen Dieter Bohlen ab und setzen auf ihre Weiblichkeit. Bei ihrer Wandlung hat ihnen auch Singer-Songwriterin Camille geholfen. Sie schrieb für die Band auch den Hit Wasabi, der durch TikTok berühmt wurde. Vielleicht liegt es an ihrer fast 10-jährigen Karriere, aber Little Mix ist gereift und gibt die gesammelte Erfahrung an andere Musiker weiter. In der Castingshow Little Mix The Search suchen sie eine neue Band, die 2021 als Vorgruppe mit ihnen durch Europa tourt. Dann dürfen sich die Kandidaten auf ein lustiges Coaching der Harmonie Queens freuen, wenn auch leider ohne Jesse Nelson.